Ich fange jetzt mal ganz einfach an. An plus 13 Volt und minus 51 Kiloohm Port die anschließen. Dann kann man den Schleifkontakt zwischen plus und minus hin und her drehen und eine Spannung am Porti abnehmen. Ich habe hier am Netzteil plus und minus die beiden orangen Drähte angeschlossen. Jetzt schließe ich an den mittleren Pin auf minus mal ein Multimeter an. Ich habe jetzt den Minuspol vom Multimeter, das Multimeter auf 20 Volt und den Minuspol mal in minus gesteckt. Wenn ich am Porti drehe, dann kann ich hier eine Spannung einstellen. Wenn ich aufdrehe, langsam 2 Volt, 3 Volt, 4 Volt, kann ich jetzt von Schleifkontakt des Portis hier auf minus eine Spannung einstellen. 6,4 Volt, 7 Volt, 8, 9 Volt. Das habe ich jetzt schon mal etwas zum Spannung einstellen. Wenn ich den Porti ganz aufdrehe, habe ich 13,5 Volt. So drehe ich den Porti wieder aus, senke die Spannung wieder. 4 Volt, 3 Volt. Dann sehe ich den Porti mal auf 0 Volt. So, jetzt kommen wir mal zum MOSFET. Hier habe ich mal einen Schaltplan gezeichnet, was ich jetzt mal bauen werde. Ich habe einmal 13 Volt plus und minus. Und ich mit dem Potti lege ich jetzt zwischen Source und Guide eine Spannung an, die ich einstellen kann, von 0 Volt bis 13 Volt. Wenn der Strom von über Source auf 3 läuft, leuchtet die Glühlampe. Der MOSFET schaltet durch, sobald an Guide eine Spannung anliegt. Je größer die Spannung an Guide, desto mehr schaltet ihr hier durch, desto kleiner wird der Widerstand hier zwischen Source und 3 und die Lampe leuchtet. Durch den Draht zum Gate fließt im Idealfall kein Strom. Im Idealfall hat der MOSFET den Widerstand entsprechend, was Spannung am Gate anliegt. Die Diode hier, die sperrt in dieser Schaltung immer, weil die verkehrt rum betrieben wird. Also Minus ist da, wo bei der Diode Plus ist, und Plus ist da, wo bei der Diode Minus ist. Die fällt also in der Schaltung weg, hat keine Funktion. Jetzt habe ich die Schaltung, die man hier sieht, hier aufgebaut. Einmal das Potti, Plus und Minus, den MOSFET mit zuerst auf Minus, mit Drehen über die Lampe auf Plus und das Potti ans Gate. Und zusätzlich von Gate auf Minus oder vom Potti Mitte auf Minus messe ich die Spannung noch. Jetzt drehe ich am Potti mal langsam auf und schaue mir mal auf die Gate-Spannung und ab wann die Lampe leuchtet. Ich drehe auf, bei 1 Volt leuchtet sie noch nicht, bei 2 Volt auch noch nicht, bei 3 auch nicht, bei 4 auch noch nicht, aber irgendwo stimmt da nicht. Mal nochmal aufdrehen, bei 1 Volt, 2 Volt, 3 Volt, 4 Volt, ups, zwischen 4 und 5 Volt fängt die Lampe an zu leuchten. Bei 4 Volt leuchtet sie noch nicht. Aber bei 5 Volt fängt sie an zu leuchten und bei 6, 7, 8 Volt wird sie noch heller. Und bei 4,5 Volt ist sie wieder aus. Der MOSFET schaltet also so zwischen 4,5 und 5 Volt durch. 4,5, 4,6, bei 4,5 bis 5 Volt schaltet ihr durch und bei 6, 7 Volt, 8 Volt, da macht ihr fast einen kompletten Kurzschluss. Und bei unter 4 Volt bleibt er aus. Die Spannung gemessen habe ich eben zwischen Schleifkontakt, dem Gate und Minus. Bei etwa 4,5 Volt fängt der MOSFET an durchzuschalten, sodass die Lampe anfängt zu leuchten. Bei 5 Volt schaltet er schon fast ganz durch, die Lampe leuchtet hier hell. Aber eigentlich braucht es bei dem IRF 510, den ich da verwende, mindestens 8 Volt, dass er ganz durchschaltet. Und nur bei 10 Volt hat er seinen kleinsten Widerstand zwischen Source und Drain. Daher sollte man den MOSFET, wenn man ihn als Schalter benutzt, immer nur entweder 0 Volt oder dann schlagartig auf 10 Volt ansteuern und dann wieder runter auf 0 Volt.
Man sollte es vermeiden, ihn mit 4 bis 5 Volt zu speisen, da wenn die Lampe nur halb brennt, der MOSFET die andere halbe Leistung verheizen muss, die als Wärme verloren geht, da der MOSFET wie ein in Reihe geschalteter Widerstand mit der Lampe ist.